In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine wöchentlichen Spiele und deine Spielzeit sehen kannst. Außerdem zeigen wir dir, wie du in Ultimate Team Limits für Packs und FIFA Points setzen kannst. Wenn du FIFA startest, musst du zuerst in den Reiter Anpassen und dann auf Spielzeit gehen. Dort siehst du zum einen die Zeit, die du bis jetzt in FIFA 21 verbracht hast. Die Zeit zählt aber erst seit dem 12. November, da dieses Feature erst an dem Tag in FIFA rauskam. Neben der Gesamtzeit siehst du auch die Spielzeit aus dieser Woche. Bei diesen beiden Werten zählen Online- und Offline-Zeiten mit ein. Unter Offline-Zeit ist die Zeit gemeint, in der du zwar FIFA offen hattest, aber nicht mit den EA-Servern verbunden warst. Um diese Zeit besser einschätzen zu können, ist unten eine durchschnittliche Wochenzeit angegeben. Dort wird allerdings nur die gesamte Online-Zeit durch die Wochen geteilt, in denen du mindestens einmal online warst. Neben der Spielzeit gibt es auch eine ähnliche Anzeige mit den gespielten Partien. Auch hier siehst du wieder einen Wochendurchschnitt, der alle gespielten Spiele durch die Wochen teilt, in denen du mindestens einmal in FIFA angemeldet warst. Wenn du festlegen willst, wie viele Partien du pro Woche machst, kannst du mit Viereck hier ein Limit einrichten. Solltest du dann dein Limit erreichen, wirst du automatisch daran erinnert. Wenn du das Feature Spielzeit in Ultimate Team öffnest, hast du noch weitere Möglichkeiten. Neben der Zeit im Spiel und dem Partielimit siehst du hier noch ein Packlimit und ein Kauflimit für FIFA Points. Auch bei diesen beiden Optionen kannst du mit Viereck die Limits bearbeiten. Das Packlimit bezieht sich nur auf Packs, die du mit Münzen oder mit FIFA Points bezahlst. Packs, die du zum Beispiel aus SBCs bekommst, zählen nicht mit in dieses Limit. Ebenso kannst du dir ein Limit für das Kaufen von FIFA Points einstellen. Dabei zählen FIFA Points, die du entweder direkt im Spiel oder über den PlayStation Store kaufst. Bei deinem Wochendurchschnitt in diesen beiden Kategorien zählen nur Wochen mit ein, in denen du entweder mindestens ein Pack gekauft hast oder mindestens einmal FIFA Points aufgeladen hast. Generell wird sonntagabends dein Wochenstand bei allen Kategorien wieder zurückgesetzt. Um das Feature überhaupt zu nutzen, musst du unter Online-Einstellungen auf Datenschutzeinstellungen gehen und dort dann die Spielzeit-Nutzungsdatenweitergabe aktivieren. Wir hoffen, dass wir dir mit unserem Video helfen konnten. Wie findest du dieses Spielzeit-Feature und hast du es schon mal benutzt? Schreib es uns gerne in die Kommentare und lass ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.